Harrison Ford, er wird nie Indiana Jones spielen. Bereits im vergangenen Jahr erklärte Leinwandlegende Harrison Ford, 80, dass der kommende fünfte Indiana Jones Film mit dem Titel Indiana Jones und das Rad des Schicksals sein letzter Auftritt als peitsche schwingender Archäologe bleiben wird. Gegenüber dem Magazin Total Film hat der 80-jährige Hollywood-Haudegen diesen nur noch einmal bekräftigt. Das ist der letzte Film in der Reihe, und das letzte Mal, dass ich die Figur spiele, sofort wörtlich. Während die Indiana Jones Kinofilmreihe mit Ford in der Hauptrolle damit abgeschlossen erscheint, steht die Möglichkeit einer Serienadaption für den Streamingdienst Disney Plus im Raum. Über ein Serienprojekt, das sich bei Mauskonzern in einem frühen Entwicklungsstadium befinden soll, hatte das Branchenmagazin Variety bereits im November vergangenen Jahres berichtet. Indiana Jones Star Ford ist sich dieses Projektes bewusst, erklärte jedoch gegenüber Total Film, dass er nicht an diesem beteiligt sein wird, wenn es verwirklicht werden sollte. Eine Indiana Jones Serie könnte sich um die Abenteuer eines jüngeren Indy drehen. Die Hauptfigur könnte daher neu besetzt werden. Indiana Jones und das Rad des Schicksals soll nach derzeitigem Start am 29. Juni in den deutschen Kinos starten. Zuvor feiert der Abenteuerfilm von Regisseur James Mangold, Vuxeline, 59, am 18. Mai bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere.